So, meine Mastercrew, herzlich willkommen zu einem neuen Video hier im LOL-Unternehmen Rapstream TV mit Svenstrom TV. Yo, hallo, meine verstrimmten Freunde, es geht weiter mit dem LOL-Unternehmen. Und ihr seht's, wir haben einen Anhänger voll Weizen voll, den bringe ich jetzt hinter zum Getreidehof und lagere den erstmal ein, weil Weizen bringt nicht so viel. Ich will hier lang. Ich stelle mal meine magische Uhr wieder ein. Ja. Viertelstunde, das war abgemacht. Und ich wollte mit euch über ein Thema reden. Das Internet, warte mal, ich gucke mal gerade. Ja, das ist wirklich ein Thema, worüber man reden muss. Also es ist echt extrem. Und ich bin eigentlich auf eure Hilfe im Moment. Angewiesen. Angewiesen heißt das. Genau. Ja, ja. Lern Deutsch, Raptus Erde. Ich kann kein Deutsch. Kauft dir eine Tüte Deutsch am Kiosk, vielleicht geht's dann besser. Tut mir leid, ich hab kein Geld. Oh. Kein YouTube Money oder wie? Nein, kein YouTube Money. Nee, ich hab generell kein Geld und das YouTube Money gebe ich schon für andere Sachen aus. Ja, so ist es halt. Nee, was ich ansprechen wollte. Scheiße. Ist das, hat mir alles bemerkt, das nicht identifiziertes Netzwerk. Falls ihr zu Hause auch ein DLAN-System habt, könnte ja vielleicht sein, so ganz zufällig, dann schreibt mir... Oh, ich bin voll. Okay. Ja, dann zeige ich... Ich habe es gerade irgendwie geschafft, dass ich über W und S wieder fahre und das Drive-Control nicht mehr drauf ist. Ich hätte doch drehen können, ich... Ja, das geht irgendwie mit einer Kombination. Ja, mit Leertaste S und W irgendwie habe ich es geschafft. Okay, hier ist irgendwas. Ich benutze jetzt einfach mal, aus der Sound keinen Trigger hat. Was ist das? Nee, ich fahre lieber mit Drive Control. Drive Control ist cool. Ja, auch, aber ich habe es ja aus Versehen gemacht. Falls ihr vielleicht ein Gaming-Lenkrad habt, nicht so wie wir, gibt es hier einfach... Gibt es in den Einstellungen die Möglichkeit, müsst ihr mal durchsuchen, also Optionen im Hauptmenü und dann durchsuchen, Grafik oder so ist es, oder Gamepad, da spielen über Gamepad oder Lenkrad und das dann aktivieren. Wo hatten wir denn die Scheune aufgestellt? Hier unten, ne? Das war relativ offensichtlich, war beim Hof zum Feld. Ja, genau da. Kann ich direkt mal die Scheune zeigen. Hier seht ihr auch, ich blinke fleißig. Mache ich auch immer. Hört man nur nicht und man sieht es halt nicht, weil ich immer oft aus der Innenperspektive fahre. Nicht jetzt. Nicht schnell Trigger. Keine Katze zu Hause hat, die immer rumquengelt. Das sieht doch aus. Ich habe ja keinen Bock, ich will nicht mehr auf, aber... So, und dann ist hier so ein Trigger und man kippt das Stroh sozusagen auf das Förderband. Ja, ich kann das mal laufen lassen. Und das Stroh kann man dann hier runter rausnehmen. Zusätzlich hat man hier noch eine Anzeige. Also einfach ein Balken, der nach oben geht bei Stroh. Gras kann man auch einlagern. Ach, der läuft immer noch. Ich komme mit dem T6er wieder, ne? Und warum wir eine Quaderbeinpresse haben und keine Rundbeinpresse, weil Rundbein wäre viel logischer. Quaderbein kann man nämlich einlagern, Rundbein nicht. Und der Modder hat dazu noch geschrieben, dass es die Maße sind so konzipiert, also die imaginär, die Maße dieser Scheune sind so, dass theoretisch ein Ballen da oben, ein Quaderballen oben durchpassen könnte, aber kein Rundballen. Ich komme wieder. Highspeed mit 51 km/h. Ich muss sagen, das Projekt kam bisher bei euch auch ziemlich gut an. Also besser als die Silvester-Special-Folge von Tech Sky. Wirklich? Habe ich an Aufrufen gesehen. Okay. Das Video hat mittlerweile mehr Aufrufe.
Du erntest jetzt Feld 3, ne? Nee, damit bin ich durch. Ich muss den Drescher noch abtanken. Fertig. Der hat mir noch was drin, ne? Du hast den Raps auch schon gemacht. Nein, ich bin noch gerade auf Feld 3, den Weizen fertig und gehe gleich auf Feld 4. Naja, stimmt, so rum was, ja. Ist voll komisch, wenn man kein Drive Control mehr hat. Aber hier habe ich es ja wieder. Fuck, hier ist der GPS-Buff, den ich hab. Shit. Oh, ich kann mal meinen Blinker ausmachen, ey. Können wir gleich wieder kommen. Wir müssen das jetzt noch hier einmal zurückbringen. Das war jetzt noch einer. Warte mal, ich kann euch kurz noch zeigen, was haben wir. Wir haben 37.000 Liter Weizen, 17 Raps und Gerste, 16 Körnermais, 17 Kartoffeln, 17 Rüben, 16 Hackschnitzel, Schwein 0 Liter. Das heißt, man wird Schwein in Liter angegeben. Und Silage. Das ist, weil das ein Mod ist, also mit der Map hinzukam. Ja, mit dem Schweinemast, ne? Diese Dolly des Anhängers backt das hier leider manchmal so ein bisschen rum. Auf dieser Map, das ist schade, gibt es doch leider keinen Verkehr, aber die Straßen sind hier auch mega eng. Es gibt keine Autos, auch nicht auf den größeren Straßen. Leider. Finde ich besser, so, wenn ich ehrlich bin. Ja, ist zwar gut so, aber ist auch irgendwie ein bisschen komisch, weil auf den anderen Maps gibt es alles Verkehr. Naja, bis auf Clover Creeker, das ist auch eine Mod-Map. Auf den normalen Maps gibt es halt immer überall Verkehr. Ja, wir wollen jetzt hier mal übers Internet reden. Also, falls ihr auch DLAN-Internet habt und wisst, was es heißt... Wie meinst du DLAN-Internet? DLAN. DLAN. Ein nicht identifiziertes Netzwerk zu haben, falls ihr wisst, was ich damit meine. Also sagen wir es so, wenn ihr, soweit ich das verstanden habe, wenn ihr Internet über Steckdose habt. Bin ich richtig? Meinst du das? Genau das. Und dann nicht identifiziertes Netzwerk kommt. Und ihr wisst, was man da machen kann. Könnt ihr es mal bitte in die Kommentare schreiben bei Raptus Erde? Scheiße, ich bin jetzt drüber rausgefahren. Weil ich mit Leertaste und W bremsen wollte. Was ja gar nicht geht bei in diesem Traktor. Dass er ja irgendwie ausgeschaltet habe. Jetzt müssen wir die langweilige Arbeit. Warum ist der Raps ist der verdorrt? Es ist nur so. Nein, Pflanzen sterben es aus. Und warte, wenn du auch guckst über Informationen, das normal auf I liegt, ich habe es mir auf Ü gelegt. Es ist kein Feld verdorrt. Es sind Felder im Wachstum, erntereif und erntereif Kraut entfernen. Das ist dementsprechend dann Zuckerrüben und mehr haben wir nicht. Jo. Also muss ich das nochmal schnell zumachen. Auf was wollen wir eigentlich gehen? Wollen wir hier auf Kühe gehen? Ich würde sagen, dass wir erstmal auf, ich würde sagen BGA. BGA ist sau sinnvoll, weil das bringt viel Geld. Ja, ich meine, was ist unser Ziel? Wofür machen wir dann BGA sozusagen? Ja, Kühe ist schon eine gute Idee. Kühe sind auch aufwendig. Kühe sind eigentlich ganz okay. Wir könnten auch mal hier den Schweinemast machen. Steht ja in der Map-Beschreibung, was man dafür braucht. Das könnte man auch machen. Weil es halt hier bei dieser Map dabei, Schweinemast. Ich guck mal klar, was braucht denn der Schweinemast? Hühner, Mast an der Jungtierschlacht. Mischration, Getreide, Erdfrüchte. Also ja, das ist Zucker, Rüben oder Kartoffeln sind das. Ja, ich glaube, das kostet nochmal ordentlich Geld. Wasser, Druck, Mist, Gülle. Okay, dafür brauchen wir Kühe für Mist und Gülle. Oder Mist und Gülle produzieren die auch, das könnte ich mir vorstellen. Der Stroh Weg hier sieht hier schon man. Wieso steht da der. Oh, das liegt gerade. Steht da der Same einfach. Der Samen einfach so rum. Ich weiß nicht. Ich hätte ihn doch nie dort abgefahren. Das ist mal ganz ehrlich. Okay, so kriege ich es leider nicht hin. Hätte ja sein können, vielleicht Steuerung, Leertaste.
Shift-Leertaste, Alt- und Leertaste. Nee, das war irgendeine Funktion von Windows mit Alt- und Leertaste. Doch! Ich hab's wieder hinbekommen! Ich bin der Master! Was war das für eine Kombination? Alt- und Leertaste und dann Linksklick, das ändert die Fahrtrichtung. Ich weiß nicht, was. Alt- und Leertaste und was noch? Linksklick, aber das funktioniert nicht. Irgendwie so, aber das funktioniert nicht, glaubt mir. Ich schreibe damit Drive Control nicht entfernt. Ja, ich nehme mich auch nicht viel. Also jetzt, der ist komplett leer. Jetzt müssen wir hier das Rapsfeld. Soll ich wieder GPS drauf holen? GPS haben wir doch drauf. Nein, soll ich das nutzen? Also ich kann es nicht nutzen. Wir sind schon wieder doch, voll. Wenn du die Arbeitsbreite des Drechers angibst, dann kannst du es nutzen. Bei Raps sowieso, da können wir sowieso nichts mit Ladewagen machen. Nein, wenn ich Steuerung und 0 mache, oder Steuerung und Komma, erscheinen bei mir keine Streifen auf dem Boden, ja? Ach du geile Scheiße. Das ist der Bug. Die 2,2 Meter, okay, und wenn ich die Linie nach oben anzeigen mache, habe ich vor meinem Traktor eine vertikale Linie. Das meine ich nämlich mit GPS-Bug. Hatte ich bisher nur Multiplayer. Schade. Finde ich auch sehr schade. Nur so, ich blinke hier. Seht ihr? Ich blinke eigentlich auch immer. Warte, welcher Mod war denn das? Doch, das war normal, Vanilla. Dass ich auch mit einer Maustaste hier reingehen konnte. Ins Führerhaus. Das heißt, unser Ziel ist es, für das Lohnrapsfeld.tv auf den Schweinemast hinzuarbeiten. Ihr hört's? Es hat geblinkt. Mein Gott, jetzt nimmt er die falsche Bahn. Er soll auf diese Bahn einlenken. Arbeitsbreite ist schon angepasst, das ist auch gut. Dann können wir hier wieder dreschen. Warte mal. Das macht mir die Arbeit leichter. Schade, dass Cosplay für den Multiplayer nicht funktioniert. Ach, das ist auch noch mal was. Wir nutzen ja gerne Cosplay. Habe ich auch Singleplayer, haben wir auch drauf. Das gibt's für den Multiplayer, aber nicht, wird einem nicht angezeigt. Wer da irgendwas wisst, schreibt es bitte in die Kommentare. So können wir nämlich dann auch Cosplay machen. Naja, ihr theoretisch dann auch, weil ihr könnt ja auch mitkommen. Auf den Server. Passwort bleibt weiterhin die 1. Ja. Wie viel haben wir denn jetzt hier drin schon? Keine Ahnung. Wir haben Weizenstroh schon 12%. Wenn voll ist, ist voll, ne? Da können wir noch einen Kuhstall befüttern, einen Schweinestall noch befüttern. Wo liegt der eigentlich? Oder wir kaufen nochmal eine Scheune. Ja, die müssen wir aber selbst finanzieren. Wo liegt eigentlich der Schweinemast? Ah, ich sehe ihn, ja. Ich würde mal sagen, eher so am Arsch der Welt. Oder irgendwie so, also sehr am Rand. Hier, könnt ihr sehen, der Schweinemast liegt hier. Ja, es ist ein bisschen drüber. Am Rand rechts. Und die Metzgerei liegt unten beim Getreidehof. Warte, hier, ich blinke, ne? Nur, dass ihr seht. Soll ich mal Warnblinker machen? Ja, ich bin jetzt so hobbylos und mach Warnblinker an. Ja, wir brauchen sich auf dem Feld. Sieht schon geil auch aus, wie hier die Inneneinrichtung gemacht ist. Hier ist es der Drescher aus dem Add-on. Aus dem Gold-Add-on. Und alle Mods, die wir spielen, sind verlinkt. Ja. Ja. Wir werden noch ein paar Mods ändern, dass die besser auf die Map angepasst sind. Die haben wir schon halb, aber halt noch nicht für die Aufnahmesession drauf. Oh, ich hab vergessen zu blinken. Muss ich bei euch entschuldigen. Oh, Verkehrssünder!
Es gibt jetzt eine Strafe, zahlen Sie mir 5000. Ich hab kein Geld. Oh, ihr habt den magischen Masterwecker gehört? Uhr, Handbremse rein, Motor aus. Sofort stehen bleiben, alles aus, Licht aus. Schnell. Hat der noch Licht an? Ja, der hatte noch. Jetzt nicht mehr. So, der Samen steht noch. Ich pack den Samen mal kurz noch hier raus. Dann würde ich sagen, sehen wir uns das nächste Mal, ne? Vielleicht ist ja auch wieder einer mal für, ist ja jemand von euch mal dabei. Es stört überhaupt nicht, wenn er in der Aufnahme reinjoint. Ich werde das Spiel, den Spielstand jetzt noch ein bisschen offen haben und werde mal so gucken. Ja, wir werden auch vielleicht ein bisschen offline spielen. Vielleicht aber nicht, müssen wir noch mal gucken. Nee, wir hatten eigentlich gesagt, nicht offline. Oh. Hattest du gesagt, habe ich. Naja, wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Bis dahin, viel Spaß. Tschö.